Jo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italia und nicht wundern wegen meiner Stimmveränderung. Ich bin ein bisschen krank, deswegen. Aber jetzt werden sich auch viele wundern, hey, warum schon wieder so ein Renn-Tipps- und Tricks-Video? Da die Nachfrage einfach im Moment so riesig ist und ich weiß, ich habe schon mal dazu ein Video gemacht, aber es sind noch neue Tricks dabei, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal so ein Video zu machen. Natürlich werden einzelne Sachen wiederholt, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Falls ihr das schon kennt, könnt ihr einfach vorspulen oder wie auch immer. Und ihr seht auch schon, das erste, was ich euch wie schon im letzten Video zeigen möchte, ist die Fahrzeugkamera. Das könnt ihr über Einstellungen und dann Kamera könnt ihr das Ganze einstellen. Warum muss man das Ganze denn, oder sollte man besser gesagt, das Ganze auf hoch einstellen? Was ist denn da der Sinn drin? Der Sinn steckt einfach darin drin, dass man hier einfach viel besser, eine bessere Übersicht hat von dem ganzen Straßenverkehr, was einfach dann kommen wird, vielleicht eine Kurve, oder man kann einfach dann schon schauen, ob vielleicht hinter, manchmal geht es ja so in GT Online rauf auf die Straße, ob da vielleicht dahinter schon eine Kurve kommt oder ein Auto ist oder sonstiges. Das nächste, was ich euch vorstellen möchte, sind die Felgen bzw. das Reifenprofil von in GT Online. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, hä, da hat sich GT Online echt so viel Gedanken drüber gemacht. Ja, hat sich GT Online auf jeden Fall sehr viel Gedanken drüber gemacht, also Rockstar in dem Fall. Und welche Felge ihr jetzt da nehmt von den Geländefelgen, ist eigentlich pups egal. Also ihr könnt jetzt hier Nevis nehmen oder sonstiges und ihr werdet dann merken, wenn ihr diese Gehweg, also Curb Boosting sozusagen benutzt, dass ihr viel leichter und viel geschmeidiger über diesen Gehweg drüber fahren könnt. Das heißt, ihr werdet da nicht irgendwie rutschen, wenn ihr auf den Gehweg drauf geht. Das nächste, was ich euch zeigen möchte bzw. Tipp geben möchte, ist einfach auch zum Beispiel so ein kompakter Grand Prix wie jetzt in dem Fall hier. Welches Fahrzeug soll ich denn da nehmen? Ja, da fehle ich euch auf jeden Fall hier bei so Innenstadt-Tracks oder Rennen, empfehle ich euch einfach mal den Osiris zu nehmen, weil der Osiris einfach ein richtig gutes Handling hat und der kann damit richtig gut auf jeden Fall durchkommen durch die ganzen Kurven und durch die ganzen Hubbelerhöhungen, Vertiefungen. Ihr wisst ja Bescheid, wie es in der Innenstadt manchmal aussieht, vor allem da in der nicht so schönen Gegend in GT Online. Ich denke mal, ihr wisst da Bescheid, was ich meine. Und für die Leute, die auch mal meine Paintjobs immer nachfragen, jo, wie sieht's aus? Was für ein Paintjob hast du da? Da empfehle ich euch einfach mal die Playlist Modded True Colors durchzuschauen. Da sind eigentlich alle meine Paintjobs drin, die ich so auf meinen Fahrzeugen habe oder auch vorgestellt habe. Ihr wisst ja, die Leute, die mich schon kennen, ich stelle meistens montags 3 Crewfarben vor und dann können dann die Leute immer auswählen, für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Und der nächste Tipp, den ich euch auch geben will, ist, wie man jetzt auch hier die perfekte Linie nimmt, wann man jetzt zum Beispiel den Gehweg nehmen sollte und wann nicht. Und natürlich sollte man ihn nicht nehmen, wenn da Fußgänger sind. Und ihr seht auch im Hintergrund, dass ich nicht irgendwie einen Joke mache oder so. Also ich bin hier wirklich auf Global 1, aber das soll jetzt nicht irgendwie Push sein oder sagen jetzt, dass ich hier der beste Rennfahrer Deutschlands bin. Auf gar keinen Fall. Das bin ich sicherlich nicht. Ich bin, wenn dann, einer der besten deutschen GTA-Rennfahrer, aber spielt ja auch keine Rolle für Crew Battles und so weiter und so fort oder 1 gegen 1. Auf jeden Fall alles nach den Prüfungen, weil da habe ich Zeit. Und ihr im Hintergrund seht ihr auch schon, diesen Track jetzt ist zwar auch ein bisschen in der Innenstadt, aber bei diesem Track ist es einfach so, dass der T20 einfach viel besser agiert auch hier. Und da kann ich euch auch einen Secret-Renntipp sozusagen mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr vor diesem Curb-Boosting einfach mal, meistens drückt ihr ja Vollgas, ne, die ganze Zeit. Und hier, wie man das machen kann, da muss man einfach B drücken. Das heißt, man fokussiert dann den Checkpoint an. Und was ich euch da auf den Weg geben möchte, ist einfach jetzt, was ich schon gesagt habe mit dem Curb Boosting, dass ihr jetzt, wenn ihr auf diesen Curb Boosting versucht drauf zu gehen, das weiß vielleicht von den GTA-Spielern, weiß vielleicht gerade mal 5% durch G-Unit, vielleicht 20, 30, dass ihr dann von diesen 100% Gaspedal, also wenn ihr da volle Pulle drauf drückt, dass ihr da einfach mal vielleicht so eine Millisekunde davor einfach mal so 50 Grad Winkel einfach mal ein bisschen runter geht und dann gleich wieder drauf gehen auf 100%. Die ein oder anderen werden dann merken, dass sie da sozusagen schneller sind und viel mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Und wirklich, das ist ein sehr, sehr geheimer Trick. Und da muss aber auch wirklich das Timing stimmen. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt immer probiert und ihr werdet dann immer vor dem Curb Boosting sozusagen, wenn ihr auf den Gehweg drauf geht, dann immer, ja, halt vom Gas runtergehen und dann gleich wieder drauf, dann bringt es euch nichts. Also wenn ihr total das Gas dann weglasst,
von 100 auf 0 und dann wieder auf 100, das bringt nichts. Also wenn, dann müsst ihr von 100 auf vielleicht 80 und dann wieder auf 100. Aber das ist wirklich ganz, ganz schnell und dann kriegt ihr es auch wirklich so hin. Wie gesagt, sorry für meine Stimme, da ist ein bisschen am Arsch, ist, bin ein bisschen erkältet. Aber ich denke mal, das war es jetzt eigentlich somit von dem Video. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, haut's erstmal rein und nicht wundern an meine neuen Abonnenten, warum es hier so viele neue sind. Ihr könnt ja mal bei Standardskill vorbeischauen, da wird auch noch ein Video kommen dazu, ist auf jeden Fall ein sehr korrekter Typ, kann euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, der hat es auf jeden Fall sehr, sehr drauf und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen ganz schönen Tag, bis zum nächsten Video, ciao mit V, peace.